Ich hatte gerade so einen Grafikbug hier, dass er da irgendwie in der Luft saß. Das Taxi war kurz weg. Das sah sehr schön aus. Okay. Geil. Auch schön. Wow. Ain't seen you here before. Bist du der Freund? I haven't seen you, neither was Isaac. So that's your next Vor allem, jetzt kriegt eine Nacht eine Sonnenbrille. Ja. Wo kann ich ihn finden? Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Betrachte die City yourself and fight. Nett von ihm. Oha. Oh, ja. Dann gehe ich gleich mal hin, ne? Alles klar. Der tippt so genervt auf sein Taxi. Vor allem, er schellt hier mitten auf der Straße, ne? Die Ampel ist rot. Schade, dass nur das Taxi als Auto da wäre. Ich glaube, es würde hier definitiv einen Stau geben. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt im dritten Bereich dieses Spiels angekommen von vier Hauptbereichen. Und wir gehen jetzt erstmal in diesen wunderbaren Laden, wo auch so viel los ist. Da freut sich die kleine Vampi. Eine Geldklammer mit $25, was sowieso total klasse ist, mitten im Laden eine Geldklammer rumliegen zu lassen. Mit $25. Und keine richtige Beobachtungskamera, die uns hätte entlarven können. Genau. Yay. Hey, Party! Oh, ich erinnere mich an den Typen. Was geht? Was geht, Alter? Welcome to Red Spot, home of the monster. You have nightmares about 72 ounces of your favorite beverage for 81 cents. Brauchst du Hilfe? Brauchen wir nicht alle Hilfe? Nee, aber du brauchst anscheinend Hilfe, so wie du aussiehst. Also ich meine nicht dich, sondern diesen Typen hier. Oh, vor Kreis! Meine nicht dich! Alter! Meine den Verkäufer! Vor allem auch sehr schön der Name im Hintergrund, Sexy. Mhm. Ja, wirklich. So gar nicht irgendwie einfallslos oder so. Nein! Wie kommst du darauf? Aber Brüderchen, ich würde das doch niemals zu dir sagen. Das weiß ich, kleine Schwester. Hast du schon was Neues mit dem Serienkiller gehört? This isn't going to be easy. I assume you do sleep. Yeah. You're not. Oh. Then what exactly do you do? Aber nein, was erzählst du denn hier denn sonst so? Irgendwas von Interesse? Always. You should come out and see my band. Immer doch! Crematorium. $5, 2 drink Let's see who else we got. Unbedingt verkaufen. What do you do for definitiv. Interessant. Sonst doch etwas, was ich wissen sollte. Ja, ich kann schon nicht mehr sprechen hier eben. Ja, da werden wir auch noch das Vesuvius. Jeder, der grinst da schon so. Ja, schöne Erinnerung, ne? Ja. Großartig, vielleicht schaue ich da mal rein. If you haven't really vielleicht gar nicht. Auf jeden Fall. You call yourself a hey, you know, you should really ask me about the special, you know? Was? Okay, ich beiße an. Was ist das Besondere? Das hört sich jetzt falsch an. Ich bin nicht dein Bruder! Ich bin auch Bruder, ja schön. Mensch, was ich alles für Geschwister habe, das ist ja unfassbar. Oh Gott, das ist dein Bruder. Ja, garantiert. Wenn das mein Bruder wäre, dann hätte er eine richtige Erziehung. Selbstverständlich. Selbstverständlich, zeig mal, was du hast, ja. Oh Gott! Ist auch überhaupt nicht zweideutig, nein! Oh! Oh! Dünne Ledersachen, hallo! Oh, und Vorschlaghammer, ja geil! Ich den Müll einhauen und dann wir den Laden übernehmen, ey. Wir holen uns erstmal den Vorschlagshammer. Haben wir genau $3000. Lederklamotten auch. Und die Klamotten, ja, Lederkleidung. Mir freut sich die Vampi. Ja, liebe Leute, wir hören hier geheime Sachen, die keiner hören möchte. Ja, ich sollte warten, bis die Aufnahme vorbei ist, aber... So, dann werden wir uns auch gleich mal umkleiden, wie es sich gehört. Können wir den Arm eigentlich verkaufen? Nein. Schade. Wer will bitte so einen Arm haben? Also mal ehrlich jetzt. Weiß ich ja nicht. Ach so, das behindert unsere Bewegung ein bisschen. Egal, wir können es ja gar kurz. Wir kriegen einen Abzug fragen. Ja, kann man. Zeig dich mal. Kann man machen. Also ich meine, zeig mal den Charakter jetzt. Bitte was?
Du weißt doch, wie ich das meine, Mano. Das hört sich so falsch an. So sieht man ihn von vorne. Sieht das nicht geil aus, ja, Leute? Ja, total sexy aus. Ja, ne? Das ist jetzt unser Vampire-Fan. Would you like my professional opinion? Yeah. Ein sehr kreativer Name, wie ich finde. Total. Ja, was wollen wir jetzt als erstes machen, liebe Vampi? Auch hier, liebe Leute, gibt es wieder zahlreiche Mini-Quests. Wir sehen uns erstmal ein bisschen, würde ich sagen, was es hier oben so gibt. Ja, wir sehen uns erstmal um. Das heißt, wir können uns ja nicht allzu viel umsehen. Diesen Bereich können wir schon. Typ, was willst du? Wir gehen nachher zu deinem geliebten Baron. Denk ihm mal in der Zwischenzeit ab. Ich glaube, der hat nach dir geschrien. Was? Er nach mir? Was? Nein, so. Der Bodyguard. Ich dachte schon gerade. Fimpi! Dann los, Kichererbse. Nein, wir sind gut, höflich. Okay. Na das schön, hört sich beleidigend dann an. Ich denke, du bist die Höfliche und ich bin der Böse. Nein, du... Vertauschte Rollen hier. Bist du sicher? Nein. Eine Zeitung? Artefakt gestohlen. Sarkophag von Ankara aus Museum gestohlen. Wer könnte das gewesen sein? Munkelt Hart. Übrigens, hier können wir auch eine Ansicht auf die Karte von Hollywood bekommen. Übrigens auch sehr schön. You are here. Ja, wissen wir. Wir sind in Hollywood. Wir kommen ins Fernsehen. Ja, wahrscheinlich, genau. Hier werden wir auf jeden Fall auch noch reingehen, liebe Leute. Das ist so viel. Es gibt hier auch ein paar schöne Quests. Genauso auch hier gibt es, glaube ich, auch eine Quest. Zumindest betrifft es ein paar. Eine asiatische Dame wollte hier rein. Die ist so eine Mischung aus Ada Wong und Lin Chao Yu aus Tekken. Ja, also Resident Evil und Tekken zusammen quasi. Genau. Für diejenigen, die... Sie gehen doch nicht einfach so über die Straße, Herr Wachtmeister. Das macht dann 100 Dollar Strafe. Und 2 Punkte in Flensburg. Vor allem von... Du bist in einer amerikanischen Stadt und kriegst eine Strafe in Deutschland. Das ist... Ach ja, hier gibt es ja auch noch eine Quest, die wir von Lack bekommen. Ach, wir gehen erstmal zu seinem geliebten Prinzen. Zum Baron. Beziehungsweise Baron. Damit er uns nicht mehr nervt. Hier auch eine schöne Kamera, die keinem was bringt. Die Tür sieht sehr interessant aus. Ja, es ist eine goldene Tür, mitten in einer versifften Gasse, wollte ich schon sagen. Ja, stimmt ja auch. Schönes Bodenzeichen. Seht euch das an, liebe Leute. Ja, vor allen Dingen sein Zimmer ist, glaube ich, hinter einem Juwelier. Und das ist er. Good evening, Isaac. Isaac Abrams. I've been expecting you. Der guckt unheimlich. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced 2-bit Prince LaCroix got something to say to me? Tja, Ja. Das hört sich so fies an, ja. Ich würde sagen, ich suche nach dem Nosferatu, ja. So, you've come to barter information with the sewer rats. LaCroix must really be desperate to be stooped to consorting with their kind. And asking for my help of all peoples. Da grinst er. Unser Strahlemann. Ja. Was soll noch mal sagen? Vampire sind dunkel. Hier strahlen sie alle. So ein schiefes Lächeln. Ja, genau. Haben Sie eine Idee, wo ich sie finden kann? Kanalisation? Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Mir gefällt nicht, welche Richtung diese Konversation einschlägt. Call me old-fashioned. Ja, ich nenne dich definitiv Baroness. Ach, du willst auch noch Tribut haben? Glaub, ich spinne! Ja, ich verstehe. Was also wollen Sie? Hoffentlich nicht das, woran... Wir denken, ja. Last week I paid for a certain für eine bestimmte Sache bezahlt. Ach, er möchte einen Film. Zufällig ein FSK 18 Film. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe. Total. Ich würde sagen 1. ja. Obwohl mich
mich interessiert eher die drei. Sie sorgen sich, dass es eine Falle ist und schicken mich stattdessen? Speaking of paranoia, no. Simple pickups, all that's involved. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Yeah, geil. Sehr kreativ. Come back. Not too painful, right? Tja, wenn's so einfach ist, dann naja. Ich mach mich so. Ich würde sagen eins, oder? Ja. Ich mache mich sofort auf den Weg und dann reden wir über meine Sache. Excellent. Hervorragend. Vor allem sein Hemd. Guck dir mal sein Hemd an, Alter. Er hat halb geöffnet. So ein bisschen offen, so. Danke. Das erinnert mich wieder an den schönen Schauspielunterricht von ja, letzten Freitag, was ich ja da erzählt hatte. Ja, ja, ich weiß schon. Ja. Ja, unser heutiges ja. Thema ist Private Moments. Dabei öffnete er sein Hemd. Okay. Super. Ja, ist klar, Martin, ist klar. Oh, oh. Schön. Ja. Oh, oh mein Gott, oh. Everyone was worried sick about you when you didn't show up. Ach, das ist die alte. Oh nein. Ich glaube, jetzt verlieren wir gleich einen Maskeraden. Okay? Um. Nicht unbedingt. You know, never mind. We have to help you. Wer bist du? It's me, Samantha. Samantha. Did you suffer amnesia, is that it? Erst Janet, let jetzt me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Helfe noch zwischendurch. Schön. Ja. Wollen wir die unsere Überzeugungskunst nutzen? Ja, ich glaube, du machst einen Fehler. Ich bin doch gerade erst hierher gezogen. Ich kenne dich nicht. Ja, ich wurde von einem Auto umgefahren und dann von einem... Wie traurig du jetzt guckst. Vielleicht ist hier unten... Oh Gott! Jetzt hatte ich aber gerade echt... Gib mir ein Küsschen! Hab ich mich erschrocken, die Bildschirme übertragen, hat mir gerade so einen Streich gespielt, ey, dass nur ihre Augen zu sehen waren. Oh Gott, sah das creepy aus. Alter, oh, Herzinfarkt, ah. Ey. Sie macht dir... Sie macht dir schön... Ja, vor allem mir, ne? Oh, scheiße. Ist klar. Ja, wer weiß. Aber vielleicht ist das ja unsere Freundin irgendwie, die wir aus dem Menschenleben noch hatten. Wer weiß das schon. Habe ich ehrlich gesagt auch damals gedacht. Oder vielleicht sogar schon die Frau. Man weiß es nicht. Oder Schwester. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hör zu, Mädchen. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer du bist. Willst du mich verarschen? But your face, you look exactly the same. It's uncanny, I can't believe it. Wie siehst du da rum? Gut, so ja, guck du mal schön rechts in die Ecke und links in die Ecke, ist klar. Was nehmen wir davon denn? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Macht es dir was aus, beiseite zu gehen? Ja. Maskeradenbonus, yes. Geil. Du musst die richtigen Antworten gut gemacht, Wempi. Ich bin stolz auf dich. Yay, mein großer Bruder ist stolz auf mich. Hurra! War auch schon bei Crash 3 stolz. Ja, das stimmt. Siehst du, wir fahren jetzt kurz nochmal zurück nach Santa Monica. Jetzt werdet ihr sicher fragen, warum macht er das jetzt? Ganz einfach, liebe Leute, weil wir jetzt definitiv eine E-Mail im Kasten haben, ja. Im Posteingang haben werden. Ja. Und es regnet, so ein Dreckwetter aber auch. Ja, in Santa Monica immer. Ja. Ich bin ja froh, dass die Sonne nicht rauskommt, die Therese immer Janet angedroht hat. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt, wie Heather aussieht. Ich hab's vergessen. Ich weiß nur, dass es sehr creepy war und sehr extrem. Für dich nicht eigentlich. Ich finde, davon, von den dreien sieht das eigentlich noch am besten aus. Hallo, Heather! Wow. Da war. Gott. It's you. Earlier tonight, you weren't following me, were you? Ich bin dir nicht gefolgt. I had this feeling warum sollte ich? Watched. Maybe it's nothing, but ja, I'm ich bin still immer noch ein bisschen geschockt hier. Oh, so gut ist aber süß. Ich war es nicht. Es könnte einer der vielen Leute gewesen sein, die mich noch toter sehen wollen. Weren't you dead? Oh. Why?
Vor allem, sie fragt nicht nach, wie dich noch toter sehen. Du weißt, dass wir ein Vampir sind, nur von daher, was soll's. Ich glaube nicht, dass sie es doch, weiß. Natürlich. Ich glaube nicht. Doch, das weiß sie. Natürlich, dass wir... Warum hätte sie sonst diesen Typen letztens für uns gefangen? Sie weiß genau, dass wir... Stimmt auch wieder, ja. Stimmt. Also. Stimmt. Heather, versprich mir, dass du nicht aus dem Haus gehst, bis es alles vorbei ist. Mach ich. Braves Kind. Zwei, würde ich sagen, oder? Oh, sie lächelt. Oder wollen wir es noch ein bisschen als Gothic behalten? Ja. Ja, würde ich sagen. Finde ich sie doch nicht so schlimm. Nee, oh, jetzt auch noch im Licht, hallo. Na, wie sie mit dem Hintern wackelt. Worauf sie guckt, also das ist echt unfassbar. Geschäfte in Hollywood. Was für Geschäfte? Oh, von LaCroix. Von LaCroix. Willst du lesen? Das darfst du jetzt mal lesen. Okay. Ich habe ein gewisses finanzielles Interesse an einem Restaurant in Hollywood namens Cavoletti. Ja. Ich habe bereits ein mehr als großzügiges Angebot für das Etablissement unterbreitet, doch die Besitzer sperren sich, es anzunehmen. Soweit ich weiß, schreibt der berühmte Restaurantkritiker Tommy Flighten Scheiße bei einem Artikel dieses Restaurants. Bitte fang ihn dort ab und stell sicher, dass die Kritik schlecht ausfällt. SL. Wie gut, dass da nicht SM steht. Ja, gerade jetzt, wo Shades of Grey gerade in die Kinos gekommen ist, genau. Und das ist ein sehr schöner Punkt, um zu sprechen. Und die erste Hälfte der sechsten Session zu beenden. Wir nehmen jetzt über eine Stunde auf, liebe Leute. Die Zeit für die verfliegt, das ist unfassbar. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, ne? Ja. Hallo! Ach, geil. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Die liebe Vampi wird sicherlich auch gleich noch sagen, meine kleine Schwester. Ich sage schon mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch bitte einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Das würde uns beide sehr freuen. Und ansonsten sage ich, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Jo, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch das immer noch antut, dieses heftige Let's Play für das Bein. Das ist ja nicht gerade so leicht, ne? Ist schon eine Nervenprobe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch in der zweiten Hälfte dann dieser Session wieder. Und ja, bis dahin, bye bye.